Eine Skala stellt eine abgestufte Bewertung von Einschätzungen, Ereignissen und Ergebnissen dar. Oh, da steht Scala mit C und nicht mit K. Nun gut. Mit Scala wird eine Programmiersprache bezeichnet, die sowohl objektorientiert als auch funktional ist, während bei der objektorientierten Programmierung, kurz OOP, auf Klassen und Vererbung gesetzt wird, welche den Grundaufbau einer Software anhand des entsprechenden Bereichs in der Realität ausrichten sollen. Nutzen funktionale Sprachen, wie der Name auch schon sagt, sogenannte Funktionen. Diese können nebenbei auch noch zur Verwendung als Eingangswert oder auch Parameter bzw. als Ausgangswert oder Ergebnis einer Funktion dienen. Diese beiden Eigenschaften, Paradigmen genannt, sollen Scala zu einer skalierbaren Sprache machen. Zumindest sagt der Name das aus. Denn Scala ist eine Abkürzung für Scalable Language. Aber was genau heißt denn bitte in diesem Fall skalierbar? Zum einen ist der Kern der Sprache sehr kompakt und klein gehalten. Gleichzeitig bietet er allerdings die Möglichkeit, den Umfang der Sprache nach Belieben zu verändern und die Funktion der Programmiersprache auf die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Scala wurde unter der Leitung von Martin Oderski an der Schweizer Technischen Hochschule, FAC, Französisch, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, entwickelt. Fun Fact: Auf dem Gelände der École Polytechnique Fédérale de Lausanne befindet sich ein von der Luxusmarke Rolex gesponsertes Learning Center. Und nebenbei wird sie vom Shanghai Ranking als beste Universität außerhalb der USA angesehen. Auf gleichem Platz mit der University of Cambridge. Elite-Uni hin oder her, jedenfalls war die École Polytechnique Fédérale de Lausanne so nett und hat den Quellcode der Sprache frei auf GitHub verfügbar gemacht, was wir ja auch bereits aus den vorhergehenden Folgen kennen. Aber zurück zur eigentlichen Programmiersprache. Woran denkt Programmierer, wenn er das Wort objektorientiert hört? Höchstwahrscheinlich an Java, der King unter den Programmiersprachen. Und wer hätte es gedacht? Wahrscheinlich niemand, aber egal. Scala ist dazu in der Lage, die von Java bekannten Jars anzusprechen. Denn sie läuft auf der JVM, also der Java Virtual Machine. Dadurch ist es möglich, alle existierenden Java-Bibliotheken und Frameworks problemlos in Scala einzubinden und natürlich auch zu nutzen. Zudem unterstützen die meisten bekannten Java-IDEs wie IntelliJ, IntelliJ und IntelliJ ebenfalls die Programmierung in der Scala. Umgekehrt, also Scala in Java nutzen, ist das Ganze in der Theorie auch möglich. Leider funktioniert das aber nicht in allen Fällen und ist häufig mit Problemen verbunden. Daraus lässt sich auch leicht ableiten, dass in aller Vollständigkeit auch die Syntax ähnlich zu der von Java ist. Jedoch besitzt Scala auch Züge von ML, eine Abkürzung für Meta-Language, was wiederum eine funktionale Programmiersprache aus den 70er Jahren ist. Beispielsweise definiert man bei einer Variable, im Gegensatz zu Java, zuerst den Namen und anschließend den Typ der Variable. Jetzt also zum Fazit. Scala nutzen oder vielleicht doch lieber Java? Nun, zuerst einmal ist Scala vergleichsweise schwierig zu lernen. Allerdings lohnt sich in vielen Fällen dieser Aufwand, da aufgrund einiger speziellen Features von Scala die Performance und der eigene Code verbessert werden können. Also, Scala ist ein besseres, aber auch schwierigeres Java. Wir ignorieren jetzt einfach mal die anderen besseren Javas wie Kotlin oder Groovy, welche auch bereits in anderen Videos angeschnitten wurden. Fortgeschrittene Programmierer können sich auf jeden Fall an Scala heranwagen, aber Anfängern empfehle ich dann doch einfachere Sprachen wie Python, Java und Co. Und wie immer, vielen Dank fürs Zusehen, für jeden Like und für jeden Kommentar und damit bis zum nächsten Video.